Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In der Playlist Satzes Pythagoras gehen wir weiter mit den Aufgaben. Wir schauen uns die vierte Aufgabe an, die nächste Aufgabe, die mittleren Schwierigkeitsgrad hat. Ja, hier habt ihr sie. Nicht so einfach, probiert das mal und pausiert. Um auf die Diagonale zu kommen, die will ich ja haben, habe ich auf jeden Fall diese Seite hier hingegeben. Das ist die Höhe 3. Das ist ja die gleiche Höhe, das ist ein Quader, der ist überall gleich hoch. Und ich bräuchte diese Seite hier, die gestrichelte. Dann hätte ich hier ein rechtwinkliges Dreieck, weil hier habe ich einen rechten Winkel. Habe ich aber leider nicht. Ist blöd, ne? Aber ich habe diese Seite 2 und ich habe diese Seite 4. Und hier habe ich wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Also muss ich den Satz Pythagoras zweimal anwenden. Ihr seht hier einmal farblich hinterlegt. Wenn man sich das mal anders aufzeichnet, ist vielleicht für euch ein bisschen besser dargestellt. Die Seite ist 2, ist einfach nur gedreht, ne? Die Seite ist 4 und das ist mein x. Nenne ich jetzt einfach x, ihr könnt es auch irgendwie anders nennen, den Buchstaben. Diese Seite will ich auf jeden Fall haben, weil das die Diagonale ist und mit der komme ich super an diese große Diagonale ran. Ne? Das ist diese, das nennt man auch Flächendiagonale, das ist eine Raumdiagonale. Gut, das ist so wichtig. Wichtig ist, wie ich hier den Satz des Pythagoras aufstelle. X ist die lange Seite, die Hypotenuse, die muss alleine stehen auf der Seite ins Quadrat. Also x Quadrat ist gleich 2 Quadrat plus 4 Quadrat. Gut, das kann ich eingeben im Taschenrechner. Ups, falscher Knopf. Bin ich bei 20 und da muss ich am Ende die Wurzel ziehen. Ja, bin ungefähr bei 4,47. Das ist jetzt diese Seite hier. Wie mache ich weiter? Ja, zeichnen wir uns auch einfach mal das nächste Dreieck auf, mit dem wir weiterrechnen müssen. Die Seite haben wir, die Seite haben wir. Hier haben wir, wie gesagt, den rechten Winkel. Ja, ne, zeichnen wir das nochmal so auf, damit wir das besser sehen können. Und das ist die Hypotenuse, die wieder gesucht ist. Stellen wir wieder unseren Satz des Pythagoras auf. Hypotenuse ins Quadrat ist gleich Kathet ins Quadrat plus Kathet ins Quadrat. Geben wir den Taschenrechner ein, kommt das raus, müssen wir noch wieder die Wurzel ziehen und dann haben wir raus, dass d gleich 5,38 ist. Auch hier ist wieder einer der häufigsten Fehler, dass man die rechtwinkligen Dreiecke nicht sucht bzw. nicht findet. Und hier muss man es halt, wie gesagt, zweimal anwenden, ne? Ja, genau. Nicht ohne. Ja, im nächsten Video steigern wir uns wieder ein bisschen. Also, bis gleich, ne? Ciao. Ciao.